Ist ganz schön lange her, dass hier mal sportlicher Kontext war, ne? Wird mal wieder Zeit. Viel Spaß mit dem Video. Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Ich habe ja gesagt, dieses Jahr wird so ein bisschen um alles gehen und jetzt haben wir immerhin schon März und es ist noch nicht ein Video zum Thema Sport gekommen bei mir auf dem Kanal. Lass mich kurz gucken. Rap, Donuts, Jordans, Rolex, Gucci, Elefanten. Na gut, da haben wir einmal das Video zum Hamburg Barbell. Aber ansonsten war das doch recht dürftig. Und heute ist es mal wieder an der Zeit. Ich bin hier so in den letzten Zügen und dann geht das gleich los ins Hamburg Barbell. Und zwar trainiere ich mit dem guten Nico heute zusammen. Hatte dich beladen. Und das könnte allerdings durchaus spannend werden. Viel Spaß. Halt, stopp. Ich muss ja mal was sagen und was loswerden. Aktuell haben 65% von denen, die hier zugucken, kein Abo. Das kann so nicht weitergehen. Und da ich ein kleiner YouTuber bin und wachsen möchte, bitte ich euch einfach mal einfach den Abo-Button zu klicken. Das wäre ultra nice. Vielen Dank und jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Training ist jetzt durch, ihr habt ein bisschen was gesehen, klein Edit und Nico und ich, wir haben uns gedacht, wir sammeln noch mal ein bisschen dummes Zeug. Ein paar Leute haben ein paar Fragen gestellt, da werden wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Und ja, was sagst du zum Gym? Geil, ich war schon mal hier zur Eröffnung, bringt Spaß, ja, das ist gutes Equipment, familiär und hat Spaß gebracht. Hab guten, nicht PR, aber hab gut gehoben heute, war schon cool mit der Ermüdung, hab mich echt gewundert. Ja, hat Spaß gebracht. Ich bin öfter mal hier demnächst. Also ich wohne um die Ecke, du ja auch. Ja, um die Ecke, du wohnst in Bahrenfeld. Ja komm, 20 Minuten ist doch um die Ecke, oder? Also okay. Hamburg ist Hamburg, nicht ja, so groß. Ich brauche mit der Bahn auf jeden Fall länger, ich brauche 35. Ja, mit dem Auto 20 Minuten, wenn der Verkehr es zulässt. Ja. Maximal eine halbe Stunde, ja, ja. Wenn überhaupt. Ja, ja, das ist für voll. Mich jetzt nicht die Strecke, sag ich mal. Ja. Also ich werde schon mal öfter herkommen, wenn ich PTs habe oder wenn ich sage, ich will mal richtig in Ruhe trainieren, komme ich her. Ja. Ja. Nico hat es auch ein paar Mal aufs PR-Board geschafft. Ich muss mal hier kurz gucken. Deadlift steht da jetzt oben. Squat und Bench hat er gesagt, macht er nächstes Mal. Curl ja, steht da oben. Gemacht, ne? Also stimmt, Bench ist er auf Reps. Zweiter, aber trotzdem für 6 Reps. Curls ist er oben und bei der Overhead Press ebenfalls. Ja, was haben wir hier an Fragen? Ich würde sagen, wir gehen das mal durch. Erste Frage ist, warum korrigierst du ungefragt andere Techniken eigentlich? Ja, mein lieber Sascha, ich hab dich lieb, weißt du doch. Warum mache ich das? Weil es ist für mich wie so eine Art Berufung im Endeffekt. Also wenn ich jemandem helfen kann und dann auch Leuten, die in dem Sport sag mal, gut sind oder nette Leute sind, dann mache ich das gern. Ja. Ich habe ja auch geschrieben, es war nicht böse gemeint. Also es war jetzt no hate oder mit, ne, soll nicht besserwisserisch klingen oder so, sondern einfach im Sinne von, ey, ich kann dir vielleicht helfen, ich habe da eine Idee und man kann die Sachen einfach nur annehmen und es probieren, ne? Oder halt sagen, was will der Junge eigentlich, nerv mich nicht. Aber ich bin jetzt ja auch eigentlich kein Idiot, sag ich mal, oder kein schlechter Athlet an sich. Und wenn dann sowas kommt von jemandem, vom Herzen, kann man ja mal sagen, okay, nimm ich mir zu Herzen. Ne? Also ohne wirklich das irgendwie böse zu meinen oder ja, ja, zu sagen, du bist schlecht, was machst du da für Scheiße, das war ja auch ohne Vorwurf. Also es war halt einfach nur ein Tipp am Rande. Ja. Ich habe ja nur gesagt, es sieht unharmonisch aus, ja, aber nicht, was ist jetzt schlecht an sich. Also nur so im Gesamtbild war das so ein bisschen meiner Meinung nach nicht perfekt. Ja. Ne, also, ja. Ich glaube, er hat es auch nicht böse aufgefasst, bin mir ziemlich sicher.
War ja auch nicht böse gemeint. Wenn ich sowas sage, sage ich es ja irgendwie auch, weil ich helfen will und nicht, weil ich sage, ich bin besser als du, mach das mal so. Es war halt einfach nur, ne, dieses ganz klassische, sieht halt komisch aus. Ja, ich glaube, was viele dann halt irgendwie denken könnten, ist so, ja, ich habe schon Coach, ich weiß schon, was ich mache, red mir mal nicht rein so. Aber ich glaube, im Endeffekt, wie du schon sagst, das ist halt nett gemeint. Und, ja, also wenn mir jemand schreiben würde, das und das ist verbesserungswürdig und da habe ich einen Tipp für dich, auch wenn du was jetzt hättest für mich, würde ich sagen, ich probiere es aus. Oder ich sage, nee, kenne ich schon. Oder nee, würde ich nicht. Aber dann kann ich ja sagen, okay, ich höre mir das an wenigstens. Ne? Coachst du dich eigentlich selbst oder hast du einen Coach? Ich sag mal so, Denise eher mich, sage ich mal so ein bisschen. Und ich sie, oder wir uns beide gegenseitig, auch selbstständig so ein bisschen. Weil sie hat halt mich und ich kann gucken, okay, machst zu viel, machst zu wenig. Mhm. Das ist vielleicht besser noch und hier und da. Und andersrum genauso. Ja. Ne? Also wir bräuchten keinen extern, weil wir das halt selbstständig machen gegenseitig. Und ich kenne sie am besten und sie mich am besten. Also was soll ich mit dem Coach holen? Ja. Dann noch viel Geld bezahlen dafür im Endeffekt vielleicht. Und bringt mir halt nichts. Also vielleicht schon, aber bis jetzt läuft es ganz gut so. Ihr macht doch gemeinsam eure Physiotherapeuten-Ausbildung, oder? Sie macht nee, sie hat aufgehört. Ah, okay. Sie musste aufhören wegen ihrer Schulter-OPs, die sie hatte, die leider nichts gebracht haben. Da kam dann der Knorpelschaden raus, den sie hat. Nicht aufgrund vom Training, aufgrund von genetischen Dispositionen oder einfach Pech gehabt. Mhm. Ne? Und dann hat sie halt lange gefehlt. Da hat sie noch diesen Bauchhernieriss gehabt, Bauchdeckenriss. Mhm. Und dann hat sie irre lange gefehlt. Und da wir ja noch nach öfter in den USA sind oder allgemein nach Wettkämpfen sind, öfter mal weg sind, da auch noch Fehlzeiten dazukommen, die ich ja auch noch kriege, aber ich kann sie mir nicht leisten, weil ich war halt immer da, haben wir gesagt, dass sie müsste eh ranhängen ein Jahr oder wiederholen. Und da wir ja noch genug andere Sachen zu tun haben, haben wir gesagt, Schatz, kümmere dich um zu Hause, mach ein paar andere Dinge, nimm mir viel Arbeit ab. Ja. Ich mache die Physio weiter, wir machen unser Coaching und sind voll ausgelastet. Also im Endeffekt ist es vielleicht so sogar besser, weil ich habe dann mehr Zeit, mich auf meine Physio zu konzentrieren. Und sie kann mir den ganzen Rest gut abnehmen. Ja, das ist doch geil. Und, lieber was Ganzes als zwei halbe Sachen. Voll. Wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ich kann dir das auch beibringen. Also sie lernt ja auch von mir. Wenn ich nach Hause komme und ich lerne was Neues, dann erzähle ich dir das alles. Ja. Und fertig. Perfekt. Ja. Perfekt. Ja, sehr schön. Nächste Frage von Marvin, ob das mein neuer Coach wird. Nö. Ich lasse mich momentan nicht coachen, einfach weil ich momentan keinerlei große Ambitionen habe, irgendwie einen Wettkampf zu machen oder jetzt irgendwie mich noch krass zu steigern. Aber wir haben schon viel drüber gesprochen. Ich halte es halt immer so, ich tausche mich gerne aus, ich höre mir gerne Sachen an, gerade von Menschen, die halt besser, weiter sind oder was auch immer und die schon andere Erfahrungen, Expertise gesammelt haben. Und da wir uns schon eine ganze Weile, ich weiß gar nicht, seit wann wir uns kennen, echt schon ein paar Jährchen, ne? Schon lange. Wir haben noch nie was zusammen so richtig gemacht. Ja. Bei der Hamburger im Endeffekt. Ja. Und ich habe noch nicht mal gesagt, Daniel, ich habe Bock mit dir im Video zu, oder eigentlich mit dir zu trainieren. Ich schaue aufs Video. Ja. Und dann meinten wir, komm, machen wir ein Video, trainieren ein bisschen, schnacken. Eben noch ein bisschen was für dein Knie gemacht und also geguckt, ob wir da was machen können. Ne? Ein paar Tipps gegeben oder ein paar Übungen für ihn, die er jetzt einfach machen muss oder die du machen musst, sag mal, die über die Monate hinweg. Meine Physio ist nicht hier knick-knack oder drücken und das ist weg. Ja. Es ist viel Eigenarbeit, also hands-off im Endeffekt. Ja, ja. Und es hat Spaß gebracht. Also, voll. Wenn ich helfe, voll gut. Bin ich zufrieden. Ja. Und dann auch mit Leuten, die ich mag. Also, eben. Na, also nein, kein Coach, aber wenn man sich halt gegenseitig unterstützen kann, gegenseitig irgendwie eine coole Zeit verbringt, dann ist alles perfekt. Es ist Miteinander. Ich muss ja nicht nur, immer nur der Coach sein. Ja, ja. Ich meine, wir haben trainiert, natürlich haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, aber das macht man auch, wenn man normal trainiert unter Freunden im Endeffekt. Also es ist nichts anderes als einfach nur ein Kumpel-Workout und fertig. Ja. Also, ja. Unentgeltlich auch. Ne? Also ist ja nicht, dass ihr irgendwie... Ne? Also gut, ich bezahle ihn dafür natürlich, keine Frage. Für die Reichweite, die man durch mich gewinnt. Ja, beste Frage, finde ich. Hast du direkt Ja gesagt, als er dich gefragt hat, ob du ihn trainierst? Ja, Nico ist jetzt mein Trainee, damit wir seinen Powerlifting Gamer auf nächstes Level heben. Erstmal 8 Wochen Deload und dann geht's. auch eine sehr schöne Frage, warum bist du eigentlich so fett? Ich glaube, das zielt auf das Foto ab, was ich in der Story hatte. Ich glaube, ich esse zu viel. Ich weiß nicht, was mir los ist. Ich bin mal in den Brunnen gefallen als Kind und seitdem... Was wiegst du aktuell? 115 ungefähr, auf 1,81. Oh, stabil, ja, stabil. Legt sich das Gewicht, also ganz ehrlich, wenn ich weniger esse, mich ab und mehr essen, also richtig zunehmen, ich müsste mich schon messen. Und Leistung stimmt, ich bin fit, ich fühle mich gut, ich mache so weiter. Der Weg ist das Ziel, ganz einfach. Also, perfekt. Wenn ich wieder Competition machen wollen würde, was ich auch wieder machen will Ende des Jahres, dann gehe ich auch nach 10er. Wo startest du? Dann WPC oder erstmal UPC oder WPC, WUAP oder direkt noch andere Verbände. Ne? Aber ich muss halt gucken, ob es klappt mit der Zeit und meinem Bein. Ich habe ein kleines Wehwehchen hier, ne? Mich erzählt. Ja, und dann geht es wieder los nächstes Jahr, dieses Jahr noch hoffentlich. Insanity? Habe ich Bock drauf. Auf jeden Fall. Wollte ich letztes Jahr schon machen, nur ich war nicht fit genug. Denise hat ja auch sich angemeldet, wurde auch angenommen, da hat es geschafft in die Plätze. Ja.
Aber dann waren ihre Schulter-OPs. Mhm. Dann haben die gesagt, lass mal stecken, weil noch andere Wettkämpfe geplant waren, plus Amerika jetzt im nächsten Monat. Und haben die gesagt, komm, wenn du da hingehst, halbherzig oder mit halber Leistung ist auch kacke, du willst auch irgendwie Gas geben. Und haben wir ihren Platz weitergegeben an andere Leute, ja, die das, sagen wir, in dem Fall nicht mehr verdient haben, aber im Sinne von wenigstens dann richtig Leistung zeigen können. Also ihre Performance auf die Plattform bringen können. Ja. Und nicht irgendwie so 50%, weil du vor 3 Wochen eine OP hattest. Ja. Scheiße. Ja, ja, voll. Ja, aber ist auf dieses Jahr, wenn wir beide einen Platz kriegen, warum nicht? Hab ich Bock drauf. Ja, ansonsten soll es ja auch noch ein Maxwell-Battle geben, wo man ganz gut heben kann. Da hebe ich dann meine 330 oder so, dann bin ich zufrieden. Ja, ist doch eine Ansage. Das ist doch eine Ansage. Ja, Insanity lohnt auf jeden Fall. Also ich durfte ja letztes Jahr das erste Mal starten, war davor 2 Jahre in Folge als Zuschauer. Und wird sicherlich auch jeder hier kennen. Von daher muss man da nicht viel große Worte verlieren. Ja, ist einfach geil. Ich war auch da zum Athletenbetreuen. Hat Spaß gebracht. Die Atmosphäre ist wirklich einmalig. Ich war in Amerika und andere Länder auf Wettkämpfen. Und ganz ehrlich, in den USA ist auch heftig. Aber diese Atmosphäre war schon, da kann man nur abliefern. Also da geht nichts anderes. Da ist Stimmung. Jeder wird gehypt. Jeder wird angefeuert. Jeder ist auch gleichberechtigt im Endeffekt dann. Und das war schon geil. Ja. Was denkst du sonst so aktuell über die Entwicklung von Powerlifting? Also wie entwickelt sich das so in Deutschland aktuell? Was fällt dir da so auf? Wie stehst du dazu? Also es entwickelt sich sehr gut. Das freut mich, weil ich auch davon profitieren kann. Weil ich bin Coach, das ist mein Leben im Endeffekt. Und ich finde es gut, aber es sollte irgendwie auch in gewisser Art und Weise bodenständig bleiben. Und jeder soll sich auch wohlfühlen und nicht irgendwie, dass man sagt, hier ist BVDK, IPF, hier ist der andere Verband, non-tested, tested und hier ist die Grenze. Ich finde das schade, weil das ist halt wirklich in Deutschland so extrem und woanders nicht, finde ich. Wenn man mal guckt, was die Amis machen, dann machen die IPF-Leute mit den WPC oder WRLPF oder nicht testet Leute alles was zusammen. Ist das, machen die zusammen auch Wettkämpfe und so? Oder? Nein, dass sie sich auch treffen und Videos. Ach so, meinst du, okay. Ja, ja, generell. Das ist so ein bisschen abgeschnitten, finde ich zumindest. Und das finde ich halt schade, weil wir machen alle den Sport, ob testet oder untestet, ist doch erstmal scheißegal. Ja, ja. Wir sind nicht andere Menschen deswegen, nur weil man nicht bei einem Tested-Wettkampf mitmacht. Wir haben halt mehr Freiheiten. Ne? Können eigentlich machen, was sie wollen. Ja. Und werden nicht getestet, haben keine 5000 Auflagen, die wir erfüllen müssen. Ich darf überall teilnehmen, bin nicht limitiert, nur da mitzumachen. Wobei, ich will ja gar nicht zum BVDK, von davon mal abgesehen. Ne? Und jeder soll machen, was er richtig hält. Nur ich finde, man sollte sich irgendwie auch als Mensch dann akzeptieren gegenseitig. Und irgendwie das nicht. Ja, und ehrlich sein, ne? Darüber haben wir vorhin ja auch gesprochen. Genau, sich besser fühlen als BVDK oder IPFler, als der woanders startet. Ja. Also, das ist dann schade am Ende. Ja, voll. Ja, und da hat Würi gesagt, das haben wir vorhin ja auch gesagt, so wenn man halt in einem getesteten Verband startet, so, dann sollte man halt auch so ehrlich und so vernünftig sein und halt auch sauber sein. So, und, es gibt ja extra die Verbände, wo du untested mitmachen kannst. Warum dann also Leute bescheißen? Weil die Leistung für dich ist die gleiche. Also ob du 300 Kilo beugst beim IPF oder beim BPC oder wo auch immer in Sleeves, ist die gleiche Leistung. Ja, ist vielleicht, weil einfach der BVDK oder die IPF vielleicht am Ende einfach sehr, sehr groß ist und dadurch natürlich populär und eine Reichweite hat und dadurch halt Leute Bock darauf kriegen. Ne? Also hier ist es sehr populär auf jeden Fall, aber im Ausland oder teilweise andere Länder, die dann nicht IPF gebunden sind, das sind auch Riesenwettkämpfe. Also beim, was war das? War das WPC WM in Amerika letztes Jahr, wo ich mit Denise war? Die Starterliste für Equipped, War, Classic War, was auch immer, es waren 1000 Leute. Es waren 2 Plattformen über 4 Tage nebeneinander. Krass. In einem riesengroßen Hotel in Amerika in Orlando. Orlando war das, genau. 2 Plattformen nebeneinander, das war ein riesen Saal, es war so heftig und das waren alles untested Leute. Ne? Ja. Und das würde es hier gar nicht geben, in dieser Größenordnung. Und da ist auch nicht jeder auf Stoff. Also bei weitem nicht. Ne? Oder hilft nach oder nimmt irgendwelche Mittel, die verboten sind. Ja. Ne? Von daher kann ich jedem nur empfehlen, wer jetzt ich will jetzt nicht abwerben oder so, sondern wer sagt, BVDK, zu viel Auflagen, will ich nicht, kompliziert, geh woanders hin. Es gibt genug Verbände, wo du teilnehmen kannst, jeder hat seine freie Wahl. Ja. Ist ja mittlerweile auch so, also so Wettkämpfe wie der Insanity, das Max Out Battle, auch wenn es nur Deadlift ist, richtig, oder auch der Three Nations Cup jetzt von Dedicated Anfang diesen Jahres so, das zeigt ja, dass die Leute Bock haben auf die Wettkämpfe und Bock drauf haben, halt fernab dieser Regularien halt einfach anzutreten. Einfach so mitmachen. Ich meine, es gab bei Three Nations Cup, gab es glaube ich auch Drug-Tested so. Also ich habe es nicht näher verfolgt, weil ich auch nicht da war. Dieser Typ war doch, dieser Mr. Deadlift war doch da, dieser polnische Hebel. Ja. 400 Kilo gehoben oder so. Ja. Und weiß dann, gebe ich auch Netti, ist mir auch egal. Ja. Finde ich gut. Ne? Also wenn man das wirklich macht, dann wirklich ehrlich und fertig, Respekt dafür. Ja.
Ne? Und wie mit halt Max Out Battle oder beim Insanity Powerlifting. Ja. Ich finde es mega, dass da einfach wirklich jeder hin kann und nicht dieses getrennte, sortenmäßige gemacht wird, wie es halt leider noch leider oft ist. Ja. Ne? Ja. Hier ist am 6.6. auch ein Wettkampf. Hier. Ja, hier 6.6. Kannst hier starten. Echt? Darf ich? Leider vorhin der letzte Platz. Egal. Ah, Lukas hat gerade gesagt, vorhin ist der letzte Platz weg. Wie viel Starter habt ihr? 55. Stabil. Also, wer am 6.6. zufällig in Hamburg ist oder in der Umgebung wohnt, kommt auf jeden Fall nach Hamburg hier am 6.6. zugucken. 55 Starter, Kraft-3-Kampf-Wettkampf. Ja, mein Lieber, ich glaube, dann haben wir ein relativ rundes Bild geschaffen, oder? Ja, ne? Ich glaube auch. Ansonsten, es gibt es zu bereden. Wir sind nette Leute, wir sind entspannt, wir machen unser Ding. Wir sind gleich wie jeder andere auch. Nicht besser, nicht schlechter. Wenn Fragen sind, in die Kommentare. Genau. Nikos Instagram packe ich auf jeden Fall auch in die Beschreibung, falls da jemand Fragen hat. Ach ja, du kannst nochmal sagen, du coachst. Genau. Was machst du nur so alles? Alles. Ja. Nein, also ich bin momentan in meiner Physio-Ausbildung. Dauert noch ein bisschen, bis ich fertig bin. Bin aber schon einige Jahre selbstständig als Coach. Im Sinne von Powerlifting, geht so ein bisschen in die Richtung Functional Mobility, ganzheitliches Training, nicht dieses stumpfe Pumping oder was auch immer. Also bei mir, wer bei mir einen Plan kriegt, der von mir gecoacht wird, kriegt auf jeden Fall so gut wie gar keine Geräte im Plan. Okay. Wenn er es will, kriegt er welche rein. Ja. Aber ich sage auch explizit, Leute, Gerätetraining ist zu stumpf und zu unfordernd für den Körper einfach. Weil wenn du im Alltag irgendwas machst und du hebst eine Kiste hoch, die ist ja auch nicht in der Schiene geführt. Die ist frei beweglich. Und das gleiche ist im Training. Wenn du freie Übungen machst und die gut kannst und lernst und auch stärker wirst, hast du für den Alltag mehr und fürs Training auch mehr gekonnt. Und das bringt auch mehr Spaß. Sag mal ehrlich, würdest du eine Kniebeuge an der Smith-Maschine gerne machen, dauerhaft? Nee. Oder eine Deadlift? Aber ich feiere einen Latzug und ich feiere auch Kabelrudern zum Beispiel. Auch, ich mache auch am Latzug was, aber functional-mäßig, dass ich da irgendwelche naturalen Moves mit reinnehme, die ich dann damit verbessern kann. Das Gangbild zum Beispiel, indem ich halt gewisse Arten von Rudern implementiere und sowas. Ja, also wir machen im Sinne von Powerlifting, Hausfrau, Hausmann bis zum Profiathleten alles, weil wir machen da keine Separation und sagen, wir machen nur die Guten oder nur die Schlechten, wir machen alles, was kommt. Ja. Jeder, der wirklich Bock hat, kann zu uns kommen. Auch Ernährung gehen wir viel darauf ein, Supplemente, weil für mich ist auch die Ernährung wichtig. Ja, nicht richtig isst, nicht richtig schläfst, nicht richtig trainierst, das sind alles drei Faktoren, die müssen perfekt sein, damit auch du als Athlet perfekt bist oder in diese Richtung gehen kannst. Ja. Ne? Und ja, wir machen halt wirklich ein Rundum-Coaching. Wir betreuen die Leute sehr intensiv über WhatsApp, über Videos, über Telefonieren und. Und auch vor Ort natürlich. Und da bin ich halt durch meine Physio ein bisschen eingebunden. Ja. Denise macht es natürlich auch. Und so wie es halt passt, legen wir die Termine. Bringt Spaß. Und das ist halt unsere, wie kann man sagen, Berufung eigentlich schon. Ne? Also es bringt Spaß. Mit Sachen, die du gerne machst, Geld verdienen, ist eigentlich keine Arbeit, wenn man so will. Normal, ja. So wie heute mit dir. Unentgeltlich, habe ich ja gesagt, aber ich habe trotzdem Spaß, dir zu helfen. Obwohl ich ja nicht sagen könnte, nee, ich habe keinen Bock da drauf. Aber es bringt mir Spaß. Und das ist halt das, was ich im Coaching halt verbinde. Ne? Und mehr will ich gar nicht. Mehr brauche ich auch nicht. Also. Das ist ein schönes Schlusswort, denke ich. Wie gesagt, dir vielen Dank. Ja, dir auch. Wenn Fragen da sind, einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace. Ciao.